Ich komme, ich komme. Das hätte ich auch nicht. Ja, hallo. Kinder. Ja, wie war dein Tag? Also mein Tag ist, ich bin, wie es war, erstmal bin ich ein bisschen erkältet, ein bisschen schwer, aber trotzdem bin ich in der Werkstatt, ich lebe noch. Werkstatt war heute etwas ruhig gewesen, ich weiß nicht, ob es eher Mitte Januar ist oder Anfang des Jahres ist. Drüben bei dem Karim, da waren natürlich einige Freunde von ihm oder... Was ich gerade sagen, lebst du noch, ne? Gangster-Rapper, ne? Die erschießen nicht alle, aber bringt nichts. Ja, die haben nicht gearbeitet. Die haben nicht gearbeitet. Die Jungs sehen so aus, aber normalerweise kannst du ja niemanden beurteilen. Ich habe da zwar gesehen, dass die 4, 5, 6, 7 Leute da waren, beim Karim waren, ja. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber Hauptsache, hier ist wichtig, da oben was läuft, ja. Muss der Karim selber wissen. Über den großen Tag. Wie heißt die Sendung? Guck mal, warum hören wir nicht auf unsere Väter? Natürlich muss auf deinen Vater hören, Bruder. Guck mal, es gibt niemanden auf der Welt, ne? Der möchte, dass der besser ist als er selbst. Das stimmt. Außer dein Vater, der möchte immer, dass der Sohn besser ist wie der Vater, weißt du? Glaub es mir. Weil er dich großgezogen hat, weil er dich... Nicht als dein Vater, es gibt keinen. Du kannst mir nichts erzählen von beste Freund, beste das, beste dies. Alles Bosch, Bruder. Das ist der Klasse, 220, ja? Ein Keller und da Sender. 2010. Ey, was guckst du da, die Facebook da? Ey, Karim ist nicht da, der kommt nach dem Schluss. Ey, Schluss. Dein Vater und deine Mutter, auf die musst du Acht geben. Keinen anderen. Und nur die wollen dein Bestes. Frag die mal nach einem Ratschlag. Die sagen dir, ist genauso wie wenn du sagen, wie soll ich dir das sagen? Du kommst rein, deine Eltern und dann guckst die beide an, beide strahlen dich an mit. Die gucken dich an, du weißt gar nicht, wer dich mehr liebt, dein Vater oder deine Mutter, weißt du, weil das vom Herzen kommt. Du spürst doch diese positive Energie von denen, weißt du? Komm mal irgendwo, wenn du... Ich geb dir mal ein Beispiel. Geh mal irgendwo was trinken, da sind 10 Mann sitzen da oder 8 Mann, 5 Mann, scheißegal, ne? Du kommst an, du setzt dich hin, hallo, 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 ich bin Ahmed, ich bin Murat, ich bin Felan, der, alles klar. Dann spürst du doch, ne? Ob du dich wohlfühlst oder sagst, boah, wann werde ich abgeholt oder wann kann ich abkommen, wann kann ich weg. Warum denn? Weil da negative Energie ist, weißt du, das sind Ratten. Du siehst das in deren Augen, glaub es mir. Also, wenn du dann in so eine Situation dich begibst, dann weißt du was, dann machst du einfach aufstehen, abbauen und sagen, ich muss kurz telefonieren, ich fahr kurz zur Tankstelle, braucht einer was? Einfach weg, Handy aus, weg. Ciao, weil du willst sowieso nicht mehr dahin, du fühlst dich nicht wohl. Wenn du dich wohlfühlst, stehst am Ende auf und sagst, boah, war das ein Hammerabend gestern, ja? Wir wollen was trinken, haben gelacht, wann machen wir das nächste Mal wieder? Deswegen sagt man, wenn es am schönsten wird, soll man gehen. Aber man darf das nicht verwechseln, wenn du irgendwo bist und du fühlst dich nicht wohl, das heißt dein Inneres. Ist so, weißt du, genau wie kleine Babys. Manchmal wollen die einen nicht küssen. Wenn ich so sage, gib mal einen Kuss, gib mal. Nein, die wollen nicht, die werden beschützt. Die haben einen Engelbruder, der verrät denen schon alles. Genau, sieht so aus. So, liebe Freunde und Fans, Marokko sind besser Fußballer als Nigerianer und bessere Boxer. Nein, das ist Marokkaner, der versteht das nicht, der hat keine Chance ohne uns. Der weiß ganz genau, du weißt, ohne uns. Fußball haben ohne wir keine die Giganten, Chance. Ne? Fußball okay, hat er verloren. Fußball haben wir verloren. Aber nächstes Mal gewinnt er. Nächstes Mal gewinnt und so. Haben wir keine. Das ist eine Herausforderung, oder? Voraus, keine nigerianischen Boxer gegen dich. Warum haben wir keine? Fußball. Nehmen wir dich, ne, Bruder. Wir Marokkaner dann Bruder, dann Bruder, dann Bruder. Komm, mein Bruder, danke. Das mache ich immer schon klar, ne? Genau, hey Jungs, in dem Fall verstehe ich sogar Arabisch als Nigerianer. Wie geht's euch? Arabisch. Dann wüsstest du ja, dass wir gerade über dich geredet haben. Ja, die Bänder und die sind so ein bisschen alles. Dein Bruder gibt dir alles. Einen schönen Gruß an unseren Freund Mola Adivisi. Du brauchst nur zu schreien, Bruder, ich bin ein Star, holt mich raus. Du kommst sofort am Start. Aber wir wissen, du willst eh das Ding schaukeln. Gib dir alles, was du. Ja, du kackst eh alles raus. Also friss ruhig die ganze Scheiße. Der ist im Dschungelcamp. Der ist im Dschungelcamp. Heute fängt das an. Heute? Ja. Heute oder Freitag? Wann fängt das an? Sein Auto ist noch bei ihm vor der Tür und der ist da drin. Was heißt das? Auto weg, wenn er rauskommt. Knapp die erste. Was ohne Geld geht gar nichts. Ohne Geld geht gar nichts. Ich hätte es gesagt, aber. Lass mich mal kurz ausreden. Lass mich mal kurz reden. Geld ist alles. Du sagst, ohne Geld ist alles. Wie willst du dir, wenn du mal krank bist, was vom Arzt holen? Ohne Geld. Du weißt ja mittlerweile. Okay, dann. Wie haben sich denn die Leute gehalten, die früher waren, wo es gar keine Apotheken gab? Ja, früher gab es irgendwelche Mittel, womit die sich auf den Beinen gehalten haben. Ach, irgendwelche aber Mittel. Okay, warum leben denn die alten Leute länger als die Generation von heute? Weil die in der Regel im Dorf warum leben, wo ja, genau. Nicht so wo viele Autos Apotheken sind. Gibt, ne? Nein, wo nicht so viele Autos sind, wo nicht so viele Abgase sind, ja, wo nicht so viele Firmen sind. Die wie zum Beispiel sich. Viele, die bei Mercedes am Band arbeiten ja. Und sich totackern. Ja. Für eine bestimmte Summe am Ende des Monats. Ja. Es wird nicht mehr, es wird nicht viel. Ja, hast recht. Weniger. Aber wenn du den Wasserhahn so aufdrehst und nimmst den Schluck Wasser, ist schön angenehm. Die Leute sind auch früher zum Brunnen gefahren, mein Freund, ne? Auf dem Esel.
Aber ich sag dir mal was, soll ich dir mal sagen, was das wahre Leben ist? Guck mal. Ich sag dir mal was. Du machst den Kühlschrank auf, sagst, was soll ich kochen? Kommst nach Hause, sagst, was soll ich kochen? Du machst den Kühlschrank auf, du findest das, 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 das. Du weißt gar nicht mal, was du essen sollst. Weißt du, was das Gelbe vom Ei eigentlich ist? Du machst den Kühlschrank auf, hast vor irgendwas zu kochen, guckst nach, siehst, scheiße, ich habe keine Tomaten. Ich wollte Spaghetti kochen jetzt mit irgendeiner Bolognese. Guckst, hab keine Tomaten. Dann gehst du zu deinem Nachbarn, musst Tomaten holen oder Zucker. Jeder hat das doch mal schon mal gehabt. Ist das nicht das wahre Leben? Machst auf, siehst Fleisch, das, dies, alles am Start. Ist Bosch. Manchmal, ne, guck mal, wo ich hatte früher ein Problem, vielleicht wisst ihr das alle, ne, ist schon lange her. Ich habe aber daraus Alhamdulillah gelernt. Weißt du, wonach ich mich gesehnt habe? Ich habe mir gedacht, Allah schenkt mir doch nur eine Bildzeitung und eine Dose Cola. Allein dieses Geräusch von der Dose Cola, wenn du das aufmachst und das macht, psch, psch, das habe ich vermisst, weil ich nicht mehr diese Dose Cola hatte. Man lernt eher Sachen zu schätzen, wenn die einem entzogen werden oder wenn die einem fehlen, weißt du? Deswegen, meine Freunde, steht auf, sagt Alhamdulillah, schönes Wetter, ich bin gesund. Und der Rest kommt von ganz alleine. Es ist alles vorgeschrieben, was passiert. Natürlich gibt es Schicksalsschläge. Zufälle gibt es nicht. Zufälle gibt es nicht, Bruder. Soll ich dir mal sagen, warum es Zufälle nicht gibt? Ich sag dir was. Nimm mal einen Raum, tu mal 100 Luftballons rein. Nimm einen Luftballon, nimm eine Infrarotkamera dazu, nimm Wasserwaage, nimm die ganze Scheiße dazu. Nimm den genau in die Mitte, lass den Ballon fallen, auf die 100 Ballons drauf, pack. Die fliegen ja alle hoch, ne? Wiederhol das mal. Genau gleich wieder. Auf Millimeterarbeit. Die Ballons fliegen nicht alle in die gleiche Richtung. Warum denn nicht? Soll ich dir sagen, warum nicht? Weil es keine Zufälle gibt. Für den Nagler, ne? Für eine Folge, das euch angenommen hat. Wo kommt das denn jetzt rein überhaupt? Das kommt jetzt zu ihm. Zu wem? Hier, zu dem Nagler. Und wo zeigt er das? Er zeigt das bei RTL. Ehrlich jetzt? Ja, klar, ehrlich. Das kommt jetzt auf RTL oder was? Nee, das kommt jetzt nicht auf RTL. Erst wenn du unterschrieben hast, ne? Alle Rechte gehören uns und so. Dann kannst du das. Darüber reden wir gleich nochmal. Darüber reden wir dann stundenlang. Wieso machst du noch? Ich glaube, wir drehen hier gemütlich einen Block. Ne, macht er ja auch, macht er ja auch. Ist ja nur, weißt du, dass ihr das hier macht. Habt ihr eine Sendung? Jo. Hm? Nee. Noch nicht, die verkaufen wir. Du kennst doch die Autohändler von früher, ne? Ja. Die Draganovic oder wie der heißt. Die sind Freunde von der SV, da wo ich aufgewachsen bin. Oh, wir machen mal was Neues. So. Und ihr versucht das an RTL zu verkaufen quasi? Nein, ich hasse RTL eigentlich, weißt du, ich bin ja eher für ProSieben und so, aber du verkaufst das an die normalen Typen, weißt du? Ja, aber mit so einem Autohändlerformat kommst du nicht auf ProSieben, das ist klar, ne? Du kommst auf RTL 2, RTL auch nicht, Fox. Fox ist da die richtige Adresse für euch. Ja, guck mal, Mola. Wenn es verkackst, nur Kabel 1, muss ich natürlich darauf einstellen, ne? Kabel 1? Ja. Ich war sowieso immer für einen kleinen Sender, weißt du, Center TV und so, Köln und sowas, ne? Den mal verkaufen, weil ich hasse RTL. Du kannst ja Kunst draus machen, machst das Ganze in Schwarz-Weiß und verkaufst eine Karte einfach. Genau, Schwarz-Weiß und eine Zeitlupe und Pianomusik drin, ja. Zack, Kunst. Französische Untertitel. Los geht's. Glaubst du mir, ich hab gestern Abend daran gedacht. Wallah, ich hab gestern daran gedacht, ja. Also kriegen wir jetzt die Zollkennzeichen. Oh, alle am Fressen, ja. Keiner achtet drauf, aber Hauptsache alle sitzen da und machen Mittagspause, essen, trinken. Boah, schau, das müssen die Scheiße. Ja, aber es ist ein unbeholfenes Volk. Weißt du, ich hab doch so klug Scheiße. Hätten die auch mal einen Blick drauf werfen. Ah, der muss ihn gleich zulassen, lass mal gucken. Hat der TÜV, hat der AU, hat der das, hat der dies, Doppelkarte ausgefüllt. Am Rextag. Wusstest du das bei Mercedes? Haben wir das gesagt? Ich wusste das natürlich nicht. Ich weiß aber auch gar nicht mehr das Inserat, ob der den inseriert hat mit TÜV. Aber wir gehen mal davon aus, dass der das nicht wusste oder wusste. Scheißegal, ist eh entschuldigt, weil der darf das, der darf sich vertun. Von denen haben wir doch einen Vorteil, ne? Der ist doch genau, ein korrekter Mann, dem kann auch ein Fehler passieren. Wir sind doch dafür verantwortlich, wenn wir das nicht checken. Außer also ist das Problem, weil die Jungs halt nicht kontrolliert haben, ob der TÜV hat oder nicht. Ja, du siehst doch, die sitzen da, die wissen doch, dass wir den zulassen müssen, dass wir den wegschicken müssen, dass der Typ aus Marokko gekommen ist, im Hotel sitzt, wartet auf sein Auto, freut sich. Jetzt müssen wir den Wagen erstmal TÜVen. Die können ihn doch nicht zulassen, so, weißt du? Das ist doch Bosch. So, das war nicht das Dschungelcamp. Und der Mola, der ist schon wieder hier, sitzt neben mir. Und der Magler, ja, der Magler, das habt ihr gesehen. Der Magler, gut abgeht, Jungs, der Mauer. Der Rest der Flüche und Schreie ersparen wir uns jetzt mal ein bisschen. Meiner Meinung. Was machst du noch hier? Immer noch da? Ja, ist vorbei oder was? Also, ich sag Schluss für heute. Wir haben genug gesehen. Gute Leute, schlechte Leute, viele Leute gesehen und jetzt Schluss für heute. Ciao.
Ja, aber ich hab nicht gemacht. Woran hast du gearbeitet heute? Wie? Bei? An welchem Wagen hast du gearbeitet? Ja, bei dem Passat. Und was noch? Bei dem Vito? Ja. Ja, und dann Kleinigkeiten. Okay. Haben wir den Tag abgeschlossen jetzt? Hm? Haben wir den Tag abgeschlossen? Ja. Fudat, was hast du gemacht heute? Ach so, ja. Ich habe heute eine gar nicht Bremse, gemacht. Bremse von dem Taxi erneuert? Bremse, ja. Bremse von dem Skoda erneuert? Ja. Stimmt? Und dann hast du den Opel mit dem Zylinderkopf gemacht? Ja. Mit der Kette. Stimmt's? Ja. Gut, dann sag mal zu den Zuschauern schönen Abend. Schönen Abend. Und tschüss. 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 Bis nächstes Mal. Morgen. Komm morgen. Kommst du wieder morgen? Vielleicht morgen, übermorgen. Nein, tschüss. Weiter. Tschüss.